Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde bei Tyranny. Ja, erst einmal, ich habe gerade wieder beim Starten des Spiels eine Belohnung gekriegt. Und zwar Cairnsblatt. Ist ein Gebrauchsgegenstand. Mal sehen, wie oft man den verwenden kann. Ist jedenfalls ein bisschen was wert an Bronze-Kupferringen und gar nicht mal so schlecht. 4 Rüstung für 2 Minuten und 20% mehr Ausdauerverteidigung. Und ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob man ja die Usables nutzen kann, ohne das Heiltrank-Achievement zu zerstören. Das würde ich doch trotzdem ganz gerne bekommen. Ich habe ja bis jetzt noch keinen einzigen Heiltrank benutzt. Aber gucken wir mal. So, das Schwert noch weggesteckt, das haben wir auch vergessen gehabt. Stepping lightly. Und dann wollen wir jetzt weiter durch. Die Zitadellenbaracken sind das hier. Die können wir uns ansehen. Das Feuer im Speisesaal brennt immer noch und die Tische sind mit Tell- und Tafelsilber gedeckt. In diesem Raum hat seit Generationen kein Kampf stattgefunden. Die Vendrin-Wache wird nach diesem Kampf nie wieder wie früher sein. Sind zwei Sonnenwachen, wenn ich es richtig sehe. Sind das nur zwei Sonnenwachen? Bis jetzt ja, also wenn sich nicht gerade irgendeiner in den Schatten versteckt, dann dürften wir die schaffen können. Ich ziehe mich trotzdem ein Stück zurück. Gehe aus der Defense, aus der Verborgenheitshaltung raus und buff trotzdem mal ein bisschen hoch, da wir ja kein Mana oder sowas haben. So, und dann legen wir los. So, wir finden gleich mal ein Secret. Ist okay. Du Eisstrahl auf den. Du Eisstrahl auf den anderen. Du hau den um. Du zieh den auf dich. Pause wegen. Außergewöhnliche Verteidigung. So. Da alle auf den gehen, boxen wir erstmal den um. Du hast deinen Herzstoß noch, weil der schneller umgefallen ist als erwartet. Du könntest den ein bisschen schwächen, dann geht das schneller. Oh, das ist eine Sie. Das war einmal pro Begegnung, einmal pro Rast. Ready? Machen wir das schnell. Okay. So, die sind beide tot. Was steht hier? Hier sind die Nahrungsvorräte der Vendrin-Wache gelagert. Das meiste davon besteht aus Gemüse. Ja, besteht aus Gemüse. Das in den Stufen angebaut wird. Okay. I got it. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das? Bronzener Katar. Ist was vielleicht für dich? So eine Faust. So ein Fausteisen. Faustwaffe. Dann was haben wir hier im Versteck? Ein Edelstein. Und hier haben wir noch mehr Bier. Das eigentlich zu Barrick sollte. Oh, und das kann weg. So. Heiltränke brauchen wir nicht. Die könnten wir sogar verkaufen. So. Kurzes Quicksave. Slow and steady. Dann schleichen wir uns. Grenzläufer.
Und ein weiser Lehrling. Und ein weiser und was zum Interagieren. Gut, ich will die da oben nicht anlocken. Deswegen ein bisschen hochwaffen. Und dann gehen wir auf die los. Den Weisen sollten wir schneller ausschalten als den Grenzläufer. Den Grenzläufer sollten wir auf Beric. Loshetzen. Okay, du bist kaum verletzt. Weil du nicht mehr zum Spruch sprechen gekommen bist. Und ja, der macht sich unsichtbar. Du heilst dich jetzt sicherheitshalber mal selber. Genau deswegen nämlich. Gut, ihr beide kümmert euch um den Weisen, der nervt. Der sogar sehr nervt. Du mach mal die Attacke auf ihn. Die tut nämlich sehr weh. Du einen Herzschuss auf den Weißen. Da ist er nämlich fast tot. Gut, der Grenzläufer ist schon mal weg. Der Weiße ist auch weg. Feels lighter. Level up für Beric und mich. Und ja, gut zu wissen, dass ich brennendes Eisen auch benutzen kann, wenn sie Nahkampfwaffen ausgewählt hat. So, Level up. Parieren ist ja schon recht hoch. Wurfwaffen könnte ich mehr Stärke, mehr Genauigkeit. Was bringt Genauigkeit alles? Bringt auf jeden Fall mehr Genauigkeit, ja. Also Gewandtheit. Ja, auch mehr Athletik und so weiter. Oh, bringt aber gar nichts in Wurfwaffen, merke ich gerade. Meine Genauigkeit wird aber nur durch den Skill erhöht. Ja, gut. Athletik ist auch wichtig. Deswegen machen wir das mal so. Du Stärke oder Genauigkeit? Das bräuchtest du eigentlich auch ein bisschen. Weil das macht dir einen Haufen Mali auf alle möglichen Sachen. Obwohl es geht eigentlich Zauberstärke minus Magieverteidigung. Genauigkeit? Mehr Genauigkeit für dich oder... Ablenkzeit von Fähigkeiten und Zaubern. Das wäre auch mal vorteilhaft bei dir. Dadurch gehen die Einhandwaffen zwar nicht hoch, aber... Ist okay. So. Ein Talentpunkt. Zusätzlicher Zauberplatz brauche ich jetzt nicht. Entweder ich gehe weiter auf Reichweite... Geschicklichkeit wollte ich mal erst lassen. Oder Führung. Stoß, Schmerz verweigern. Verbündete inspirieren, wodurch verursachter Schaden erhöht. Bollwerk, Klingenwand, Herausforderer ist auch alles nicht so ganz so prickelnd. Ich glaube, da ich ja hauptsächlich mit dem Wurfspeer interagiere,
Also ich sollte mich auf Reichweite, Magie und Verteidigung konzentrieren. Warum auch immer ich hier was auf Führung gesetzt habe. Deswegen, das ist cool. Zusätzliche Zauberplätze für jeden in der Gruppe. Da brauche ich Magie nicht so sehr. Also ja, ich glaube, Führung sollte ich doch verbessern. Waffenplätze, Ausrüstungsplätze. Das ist übrigens auch cool, dass man hier einfach nur beim Anführer, also bei mir, einmal hier einen Punkt reingeben muss. Und dann hat jeder seine zwei Ausrüstungsplätze noch, die ihm fehlen. Aber erstmal Reichweite, das ist wichtiger. Ich könnte meinen Herzstoß verbessern. Ich könnte aber auch... Erhöht den Schaden von Wurfwaffen oder erhöht den Waffenschaden... Bogen können, nein, Wurfwaffen können. Wenn dann auf dieser Seite, weil ich glaube, das hier ist alles Bogen. Na, nicht ganz. Vielleicht Wurfwaffen-Rüstungsdurchdringung ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Pfeilabfang. Nein, erstmal mehr Schaden mit meinen Waffen. Und du? Erhöhte defensive Nutzen von Schilden. Bärmik und Gruppenmitglieder in der Nähe erleiden reduzierten Schaden. Das ist nice. Bärmiks krachendes Eisen noch mehr verbessern. Wäre auch nicht schlecht. Erhöhte Kampfbindung. Aber nein, Defense ist die Defense-Aura ist definitiv nicht schlecht. Ja, das pinkt jetzt alle 3 Sekunden. Und minus 5% Schaden durch alles. So, dann plündern wir mal hier. Eine Schriftrolle. Da ist ein Schmuckkästchen. Die können wir plündern. Robe des Weisen und Kapuze des Weisen. Und ja, ich habe halt die Befürchtung, dass die Kiste mit einer Falle gespickt ist. Aber scheinbar nicht. Eine Sumpfbeere. Gut. Schriftrolle. Schriftrolle lesen. Wissen 30. Neuen Zauber erlernt. Sigil der Gewalt. Nicht schlecht. Arkanaglyphen zieren die Schriftrollen, die auf diesem Tisch verstreut sind. Lesen wir hier. Der Handschrift nach zu urteilen wurden die Schriftrollen von einem Weisen verfasst, obwohl sie aus rohem Pergament aus dem Tal gearbeitet sind. Es handelt sich wohl um eine Zusammenarbeit von normalerweise einzelnen Rebellengruppen. Ja, also eine Aufstellung von Rebellengruppen. Time to lighten my step. Gut. Varia Kehl und Sonnenwache, Sonnenwache, Ehrenwache. Und ja, wir sind alle wieder aufgepusht durch den Level Up. Haben wir die Wunden verloren. Oh, und noch... Oh. Grenzläufer, ein Haufen Sonnenwachen und die auch noch. Ja. Darf ich mal kurz ins Gruppenmenü gehen? Mich selbst verteidigen. Mich selbst verteidigen. Mich selbst verteidigen und mich selbst verteidigen. Und speichern. Right. At once. On it. Nee, du gehst da drüben hin. So, Pause, dass ihr alle buffen könnt. As you come. Ah!
So. Varia Kela, sieht den Trupp der Wendler in Varia Nerz, machst du unter den Ehrenwachen und Soldaten Varia aus. Sie wirft dir einen Blick zu und nickt leicht. Varia im Gegenzug leicht zunicken. Varian schaut einem Soldaten in der Nähe fest in die Augen, als sie zum Schreck aller Umstehenden ihre Waffe zieht. Okay. Hier ist ein Weiser. Sonnenwache. Alle auf den Grenzläufer. Bevor der mir wieder Probleme macht. Die beiden Bogenschützen gehen noch. Du Eis auf den. Du Eis auf den und du Feuer auf den. Okay, der ist fast tot. Du gibst ihm jetzt den Rest. Du gehst mal sie heilen. Beric. Schwächt die Sonnenwache vor dir. Du greifst den da so an. So, gut. Und du benutzt mal die Heilung auf mich.